Aber habe ich stets vor Augen, dass meine Demonstrationen und meine Rhetorik keinerlei tiefe Überzeugung ausdrücken. Sie zeigen lediglich, wie leicht es ist, die Menschen im Namen der Vernunft an der Nase herumzuführen. Ein theoretischer Anarchist ist wie ein Geheimagent, der das Spiel der Vernunft mitspielt, um die Autorität der Vernunft zu untergraben. Mit diesem Zitat begrüße ich euch, liebe Menschen, zu einer weiteren Ausgabe des philosophischen Experiments im Medium Unterwegs zum Denken. Eine Sendung, in der wir versuchen, uns einem Denker anzunähern, der von sich selbst als Geheimagenten spricht. Es stellt sich die Frage, ist das nicht etwas eigenartig? Ist nicht gerade der Philosoph jemand, der sein Denken offenlegt, der es vertritt und eben nicht geheim hält? Wir werden also sehen, wie vorsichtig wir sein müssen, wenn wir nicht den gleichen Fehler begehen wollen wie so viele, die sich mit dem Denken unseres heutigen Philosophen auseinandersetzen, nämlich den Geheimagenten mit dem Philosophen zu vertauschen. Der Philosoph unserer heutigen Sendung ist Paul Feyerabend. Was uns das Denken von Paul Feyerabend zeigen kann, welche Konsequenzen sich daraus ergeben, darüber möchte ich heute mit einem Gast in einen Dialog treten, der meines Erachtens nicht nur den Namen mit Paul Feyerabend teilt, sondern auch das Geheimnis im Denken, Paul Schulmeister. Hallo Paul. Hallo Slatko. Ich schlage vor, wir gehen in einen Café und reden über das Denken von Paul Feyerabend. Na klar, gehen wir. Okay. Paul, bevor wir so richtig starten ins Thema, würde ich dich erst mal fragen, wieso eigentlich Feyerabend? Wieso Feyerabend? Weil ich es interessant finde, wie er einem so richtig den Kopf verdrehen kann manchmal. Weil er Selbstverständlichkeiten oft, also dass er oft zeigt, dass Selbstverständlichkeiten gar nicht so selbstverständlich sind, wie es scheint. Weil er sehr witzig ist und weil er trotz allem unglaublich schlecht rezipiert wurde. Also man findet kaum ein gutes Buch zu Feyerabend, geschweige denn weiterführende Literatur. Und das hängt auch, glaube ich, damit zusammen, dass er keine richtige Schule etablieren konnte. Was ich auch an ihm schätze, dass er immer eine Abneigung gegen diese philosophische Schulenbildung hat. Man hat ja also oft Hegelianer, Kantianer, Nietzscheaner und so weiter, die dann die Werke weiter tradieren oder edieren, kommentieren. Bei Feyerabend ist es nicht so, er hat sich immer stark dagegen gewehrt. Also man kann schlecht ein Anhänger von Feyerabend sein, der sich gegen alles sträubt sozusagen. Also man kann ihn nicht so gut vereinnahmen und das ist sehr erfrischend in dieser philosophischen Landschaft, wo selbstständiges Denken oft zwar behauptet wird, aber nicht so oft praktiziert wird. Ja, schreibt er auch in einem Zitat mal, dass sich Menschen, die sich eben in so einer Schule vereinnahmen lassen, da schreibt er, nur Menschen mit geringer Intelligenz und schwachem Charakter scharen sich zu Schulen zusammen. Also es spricht auch eigentlich zu das, was du jetzt gerade gesagt hast. Aber wir haben ja in der heutigen philosophischen Diskussion oder wenn man sich jetzt an den Denker Feyerabend annähern will, immer so ein Standardbild von ihm. Ja? Also Feyerabend, derjenige, der mit diesem ganz berühmten Slogan Anything Goes berühmt geworden ist, wo man sich dann fragt, naja, führt das nicht zu einem Relativismus? Dann Feyerabend, der eine gewisse Beliebigkeit an den Tag legt. Jetzt die Frage an dich, wie sieht es jetzt wirklich aus mit Feyerabend? Dass er dieses dieses Hauptwerk von ihm geschrieben, in diesem wieder den Methodenzwang, was will er da eigentlich zeigen? Also erstmal zu dem Anything Goes vielleicht. Man muss ja schauen, was bedeutet das genau. Es bedeutet, dass die Wissenschaft nicht dadurch definiert ist, dass sie bestimmten methodologischen Regeln folgt. Es bedeutet aber nicht das Gegenteil automatisch, dass die Wissenschaft überhaupt keine Regeln folgt oder dass es überhaupt keine Systematik gibt. Das heißt nur, dass es keine Regeln gibt, die historisch unabhängig und absolut gelten. Und Anything Goes ist ja auch entlehnt von einem Song von Cole Porter. Das heißt, es ist einfach nur ein ironischer Slogan von Feyerabend zu jemandem, der jetzt ein Buch gelesen hat, wo Feyerabend ihm zeigt, dass es keine absoluten Regeln gibt. Und jetzt jemand, der das aber noch als Regel festhalten will, dass es keine Regeln gibt. Und dann sagt Feyerabend, okay, wenn du noch eine absolute Regel brauchst, die immer gilt, das ist Anything Goes. Weil diese Regel ist nämlich leer. Man sagt gar nichts und man kann sie auf jede Situation anwenden. Aber was ich so interessant finde bei in dieser Einleitung von Wieder den Methodenzwang, wie dieses Buch nämlich entstanden ist, dass er mit seinem besten Freund, kann man sagen, Imre Lakatos, der auch
den er auch über diese Wissenschaftsphilosophie kennengelernt hat. Beide waren ja Schüler von Karl Popper, ein ganz berühmter Wissenschaftstheoretiker im 20. Jahrhundert. Und das sagt er nämlich, und das finde ich so interessant jetzt in Bezug auf die wissenschaftliche Welt, die akademische Welt, die eben damit kritisieren will. Feierabend macht dann eben mit Lakatosch dieses Experiment aus, so richtig. Sie schreiben sich gegenseitig starke Artikel, also so aggressive Artikel, und versuchen abzuschauen, wie die Leute darauf reagieren, oder? Ja. Ja, zumindest war das so als Projekt geplant. Ja. Lakatosch ist dann gestorben, überraschend. Deswegen kam das nicht zustande. Aber ja, so kann man sich auch den aggressiven Ton in diesem Buch erklären und auch, dass er so Slogans formuliert, weil er natürlich alles so zugespitzt hat, weil es eine Streitschrift eigentlich sein sollte, wo Feierabend den Rationalismus sozusagen kritisiert und Lakatosch dann eine rationalistische Antwort darauf schreibt. Und dass sie so einen Streit inszenieren. Aber es hat dann eben nicht geklappt. Und alle haben sich auf dieses Anything Goes gestürzt, nachdem das Buch rausgekommen ist, und er hat auch ziemlich viel Ärger bekommen. Also, wobei ich finde, das ist eigentlich nicht das Kontroverse an dem Buch. Es kommt ja auch gleich am Anfang. Es besagt nicht wirklich viel. Das Kontroverse bei Feierabend liegt ja wirklich woanders. Ja, wir werden dann schauen, was das Kontroverse bei ihm ist. Aber was ich so interessant finde an diesen Aspekt, nämlich alleine dieser Gedanke, dass er sagen kann, ich habe hier einen Kollegen, der jetzt nicht meiner Meinung ist. Also er war ja nicht in der Meinung von Lakatosch. Ein philosophischer Gegner. Ein philosophischer Gegner auch. Also was das sozusagen zeigt, er will damit zeigen, dass sozusagen der Mensch für ihn auch irgendwie wichtiger ist als die Thesen, die er sozusagen vertritt. Und wir haben ja heute in der wissenschaftlichen Welt, in der akademischen Welt, ja immer auch jetzt diese Krüppchen Schulbildungen, die sich eben per se hassen, ja, die sich per se bekämpfen, ohne zu sehen, ja, ist das eigentlich der Mensch ist doch eigentlich von an sich ja okay, ja, aber nur wenn er sozusagen eine andere Ansicht vertritt, bin ich gleich gegen ihn. Und also das finde ich eigentlich sehr, sehr interessant. Und das Beispiel, das Feierabend in wieder den Methodenzwang verwendet, um aufzuzeigen, was für ihn die Problematik ist, ist dieses Galilei-Beispiel. Und wir kennen ja dieses Beispiel, wo es ja immer wieder heißt, in unserer Sozialisation ist es ja auch uns so angelernt worden, dass einerseits gibt es die böse Kirche, die dogmatische Kirche, und andererseits den guten Galilei, anders einerseits eben die Kirche, die versucht hier ihre Welt sich zu verteidigen, diese dogmatische Welt sich, und andererseits eben Galilei, der gute Galilei, der schwach ist und die für die Wahrheit kämpft. Und was will uns eigentlich bei Feierabend mit diesem Galilei-Beispiel zeigen? Ja, Feierabend kehrt das um und will eigentlich zeigen, dass es, wenn schon, dann zwei dogmatische Positionen waren, die gekämpft haben. Galilei hatte nämlich keine neuen Tatsachen vorgelegt oder so, und, sondern uneindeutige Beobachtungen gemacht in seinem Fernrohr, das er selbst gemacht hat, wo noch nicht klar war, wie man jetzt, wie die Optik eigentlich da drin funktioniert und was man jetzt sieht. Er hat also keine wirklichen Beweise vorgelegt in dem Sinne, sondern eher mit Propaganda gearbeitet, mit psychologischen Tricks. Also es war, das ist Feierabends Punkt, dass es unwissenschaftlich war für diese Zeit und auch hochspekulativ. Also das ist sozusagen eine wissenschaftlichen Maßstab, eine wissenschaftliche Welt sich gegeben hat, die aristotelische zu dieser Zeit, und die sich nicht vertragen hat mit dem, was Galilei aufzeigen wollte. Genau, dass man sozusagen nicht so einfach sagen kann, dass Galilei rational vorgegangen ist und die Kirche zum Beispiel irrational ist. Weil die Kirche eigentlich in diesem Fall sogar noch rationaler war als Galilei, weil sie nämlich viel weiter gedacht hat. Und sie hat ihm ja auch erlaubt, seine Annahmen vorzutragen, nur als Hypothese und nicht als absolute Wahrheit. Also wie heute in der Wissenschaft ja auch. Also sehr popperianisch eigentlich. Das Problem ist, ich glaube, was Feierabend da zeigen will, ist eben, dass die Rationalität nicht gleichgesetzt werden darf mit Wissenschaftlichkeit. Ja. Und bei Galilei ist es ja interessant, dass er, du hast ja vorher das Fernrohr erwähnt, das Instrument verwendet hat, um seine Theorien sozusagen zu beweisen. Und dann kennen wir auch, also in den Geschichten immer wieder, dass es dann Wissenschaftler, die Jesuiten und Vertreter der Kirche gegeben hat, die gesagt haben zu Galilei, ja, wir nehmen das gar nicht an, dein Fernrohr. Ja? Aber das muss man richtig verstehen. Also nach Feierabend, er sagt sozusagen, man muss das relativieren. Ja, das ist ja klar. Nur Galilei hatte ja dieses Fernrohr und die Ergebnisse konnte man nicht reproduzieren. Das heißt, wenn du ein Experiment nicht wiederholen kannst, dann was bringt es dann? Also du schaust durch das Fernrohr, siehst irgendwas doppelt, siehst irgendwas unscharf. Also das siehst du mit dem bloßen Auge. Das bloße Auge hat seine Beobachtung mit dem Teleskop teilweise hinterlegt.
Und das bloße Auge war ja das auch, was diese wissenschaftliche Welt sich damit auch beherrscht hat. Sie haben ja, also das bloße Auge, ein Beispiel ist, was immer wieder erwähnt wird, ist eben dieses Turmbeispiel. Dass die Aristoteliker gesagt haben, okay, versuchen wir das, ob du recht hast, Galileo. Wir werfen einfach einen Stein vom Turm und schauen, wo der Stein aufkommt. Wenn er genau dort aufkommt, wo wir ihn weggeschmissen haben, wo wir runtergeworfen haben, dann stimmt deine Welt sich nicht, weil das verträgt sich nicht mit den Tatsachen. Ja. Weil sonst müsste er, wenn die Welt sich bewegt, würde Galileo, also wenn er Galileo recht gehabt hätte, müsste ja der Stein sozusagen weiter weg liegen als der Punkt, wo er dann wirklich auch. Genau, in diesem Weltbild war die Empirie sozusagen auf der aristotelischen Seite. Ja, und ich meine, das Fernrohr, das nochmal zu erwähnen, in der Literatur steht auch meistens, dass nur Galilei sozusagen mit diesem Fernrohr umgehen konnte. Das ist ja auch das Interessante. Man sagt immer wieder, ja gut, er hätte das beschreiben können und das und das, aber in der Literatur steht, es ist eigentlich ein Wunder, dass Galilei überhaupt mit diesem Fernrohr hantieren konnte. Und das ist ja auch sozusagen ein Argument dafür, dass die Kirche oder die damalige Weltsicht eigentlich nichts Schlimmes gemacht hat. Und du hast ja einmal in unserem Gespräch erwähnt, dass du den Brief des Kardinals gelesen hast, der an Galilei adressiert war. Wie ist der geschrieben? Genau, der Kardinal hat dann sehr, sehr höflich zu Galilei in dieser ersten Verurteilung, es gab ja zwei Prozesse, sehr höflich aufgefordert, dass er das doch bitte weitermachen kann, seine Forschung, wenn er das als Annahme eben formuliert. Also ganz normal. Das hat Galilei nicht gemacht. Nein, Galilei hat das als Wahrheit verkündet, als absolute Wahrheit. Und zwar ohne, dass die Erkenntnis gesichert war. Sehr unwissenschaftlich. Und das ist Feierabendspunkt. Man muss gewisse Methoden zu gewissen Zeiten berechnen, damit Fortschritt überhaupt entstehen kann. Und ein wichtiger Punkt, ist, glaube ich, den Feierabend auch erwähnt, ist, dass sozusagen Wissenschaftlichkeit, oder wenn man jetzt das Beispiel Galilei betrachtet und ihn auf unsere Zeit ummünzen würde, dann würden die Wissenschaftler heute noch schlimmer vorgehen, als es damals die Kirche getan hat. Weil sie würden nicht, wie du jetzt vorher erwähnt hast, den Kardinal, der gebeten hat, den Galilei, ja bitte pass ein bisschen auf, was du sagst, du kannst zwar deine Hypothesen aufstellen, aber du musst es auch wirklich beweisen können, sondern sie würden einfach sagen, ja das ist Unsinn. Also wenn jemand heute aus der Astrologie kommen würde und sagen würde, ja gut, ich habe da eine neue Methode, das und so zu sehen, dann würden unsere heutigen Nobelpreisträger wahrscheinlich sagen, das ist Unsinn. Das passt nicht sozusagen nicht in unser Weltbild. Und das bricht auch ein bisschen, glaube ich, das will ich auch zeigen, oder? Also das bricht mit dieser Vorstellung von Gut und Böse, von Richtig und Falsch. Ja, genau. Ja. Aber ich meine, dieses Beispiel jetzt, was will uns Feierabend jetzt wirklich damit sagen? Also was bedeutet das jetzt für die Wissenschaftlichkeit? Ich meine, Galilei hat ja letzten Endes recht gehabt. Also das Problem ist, wenn eine Weltsicht bestimmt, was für Tatsachen als Tatsachen überhaupt gelten können, ist die Frage, wie prüft man dann Theorien, wenn nicht an der Wirklichkeit? Und das hängt zusammen mit der Theoriegeladenheit der Beobachter. Und das ist der Kernpunkt von Feierabendphilosophie. Was heißt Theoriegeladenheit? Genau. Normalerweise geht man davon aus, es gibt Beobachtungsbegriffe und es gibt theoretische Begriffe. Beobachtungsbegriffe sind Begriffe, die ich bilde, wenn ich irgendwas wahrnehme. Ich nehme einen Baum wahr und dann, wenn mich jemand fragt, was das bedeutet, dann kann ich auf den Baum verweisen, also auf die Wahrnehmung. Und das ist eben die Bedeutung, also Selbstevidenz. Und die Bedeutung der Theoriebegriffe, der theoretischen Begriffe, hängt davon ab, was eben die Beobachtungsbegriffe bedeuten. Und dieser Transfer und diese Übersetzbarkeit von diesen zwei Sprachen, wenn man so will, wird durch gewisse Regeln, also bestimmt, die wohl definiert sind. Also es gibt so Korrespondenzregeln, heißt es. Und jetzt sagt Feierabend aber, dass es bei größeren Theorien nicht so einfach ist, sondern dass es sich genau umgekehrt verhalten kann, nämlich, dass es keine klare Übersetzbarkeit gibt. Und also, zwar, dass es zwei verschiedene Regelwerke gibt, oder wie? Dass es genau umgekehrt sein kann, dass, wenn man sich vorstellt, dass eine Theorie ein konzeptionelles Werkzeug ist, um die Wirklichkeit zu erfassen, dann ist es natürlich auch so, dass es unser Vokabular bestimmt, mit dem wir wiederum die Beobachtung beschreiben wollen. Also ich hoffe, das Problem ist offensichtlich. Das ist am Beispiel jetzt der Aristoteliker und Galilei. Die Aristoteliker verwenden ihre Sinne, um den Baum zu erkennen oder um zu erkennen, dass die Welt sich nicht dreht, und der Galilei wendet sein Fernrohr sozusagen und erkennt, dass es doch so ist. Genau, also beide gehen von verschiedenen Grundprinzipien aus. Man kann sich das vielleicht vorstellen wie mit einem Fischernetz. Wenn ich ein Fischernetz habe mit einer bestimmten Maschengröße und dann hole ich gewisse Fische aus dem See und sage, aha, der kleinste Fisch in diesem See ist so und so groß. Natürlich, weil die Maschen so groß sind. Und wenn ich jetzt ein anderes Netz verwende, dann kriege ich ein anderes Ergebnis, dann kriege ich auch andere Tatsachen.
Und Feierabend leitet ihm daraus ab, dass ihm keine klare Übersetzbarkeit gibt, dass man Hypothesen bilden muss und die der Theorie widersprechen und dass man auch Theorien aufbewahren muss, die widerlegt wurden, um den alten, um den neuen Theorien zu widersprechen, weil sie eben von den Grundvoraussetzungen unterschiedlich sein müssen. Also nicht nur unterschiedlich, sondern inkommensurabel. Und die Inkommensurabilität, das bedeutet, dass diese Theorien... Das sind die unterschiedlichen Vokabulare, mit denen wir Tatsachen und Beobachtungen beschreiben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Netzbeispiel nehmen, wenn wir ein Fischernetz haben, das gewisse Größe, diese Maschen hat, und wir werfen das ins Meer, dann holen wir sozusagen die Fische heraus, die so groß sind, wie die Maschen eben zulassen. Und dann haben wir eine andere Theorie, das sagt eben Feierabend, und mit feineren Maschen, und dann holen wir noch kleinere Fische heraus. Genau. Und dann widersprechen sich sozusagen diese beiden Theorien, weil die Theorie sozusagen die großen Fische rausgeholt hat, die hat geglaubt, das ist die Wirklichkeit. Und die andere Theorie zeigt, naja, es gibt aber noch was Feineres, was die Wirklichkeit bedeutet. Genau, Feierabend will zeigen, dass man Theorien niemals an der Wirklichkeit messen kann, ja, sondern höchstens an anderen Theorien. Und deswegen schlägt er auch vor, dass man nicht den Weg der Reduktion geht auf immer wahrere Theorien, dass wir sagen, okay, wir haben eine Theorie, die dann irgendwann genauso wahr ist wie die Wirklichkeit. Weil er sagen würde, das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Sondern man braucht immer ein Mehr von Alternativen, um überhaupt den im Kontrast vergleichen zu können. Also der Kontrast ist fehlend. Kontrast. Also diese eine Theorie, wenn wir jetzt nochmal an das Galilei-Beispiel gehen, dann haben die Aristoteliker mit ihrem Kontrast, also mit ihrer Theorie, recht gehabt, aber genauso Galilei, weil der hat auch einen Teil der Wirklichkeit. Genau, er hat sich ja durchgesetzt. Man braucht unterschiedliche Alternativen, um überhaupt sehen zu können, dass die phänomenale Perspektive nicht die einzige ist oder um sie überschreiten zu können. Weil wenn du an der phänomenalen Perspektive klebst, dann haben die Aristoteliker eben recht gehabt, weil sie sehen ja, dass die Erde sich nicht dreht. Also die anderen Theorien, diese nennt sich ja, glaube ich, Antitheorien, die sind ja dazu da, um sozusagen eine Kontrollinstanz überhaupt für Theorien auszumachen. Genau, und da sieht man auch, dass Feierabend im Herzen eigentlich Empirist ist, ja, weil man könnte ja auch sagen, okay, also es gibt ja noch ein paar andere Möglichkeiten, wie man das Problem lösen kann. Man könnte sagen, nein, Theorien sind a priori wahr, ja, und haben keinen empirischen Gehalt. Das wäre so dagegen, oder? Das wäre die konservative Variante sozusagen. Ja. Man könnte das auch instrumentell fassen und sagen, nein, Theorien sind nur Werkzeuge. Das sind nur Netze und was wir damit fangen, das ist völlig unklar. Aber Feierabend, und das ist sehr ähnlich zur Feierabendsposition, aber er will doch auf den empirischen Gehalt in einer Theorie beharren und sagt, dass man sie eben doch prüfen können muss. Aber dafür braucht man eben mehrere Theorien und er geht den Weg der Theorienproliferation. Also Proliferation heißt sowas wie Wucherung oder dass etwas anwächst, immer viele Theorien parallel dazu. Und deswegen verteidigt er auch immer die Theorien, die eigentlich widerlegt wurden. Also zum Beispiel, er verteidigt ja auch, das ist ja ganz interessant am Feierabend, so alte Theorien von alten Völkern oder Völkern, die in Urwald leben, oder die Astrologie verteidigt er. Weil er sagt zum Beispiel, wenn wir uns jetzt mit diesem Netzbeispiel, also das eine grobe Netz und das feinere Netz, dann würde er sagen, aber auch die Ureinwohner, die sozusagen noch fischen oder die Fischen noch mit der Hand fangen, ja, die haben auch in ihrem Maßstab, in ihrer Logik recht gehabt. Und man kann sozusagen nicht sagen, dass das Unsinn ist oder Blödsinn ist. Also er möchte auch diese sozusagen Theorien wieder mit einbeziehen in die Kontrollinstanz oder in die Kontroverse. Für einen echten Kontrast brauchst du mal Theorien, die den neueren Theorien komplett widersprechen. Und was ist jetzt der Unterschied zu den anderen Vorstellungen von Wissenschaft? Also die eine Vorstellung ist, dass es eine Theorie gibt, dann ist eine neue Theorie und die andere kann man sozusagen wegwischen. Und dagegen wendet sich eben Feierabend. Genau, die normale Vorstellung ist ja, wir haben eine Wirklichkeit, ja, und wir messen die Theorie immer an der Wirklichkeit, ja, bis unsere Theorie so nah an der Wirklichkeit ist, bis es die wahrste Theorie überhaupt ist. Und das sind so Sachen, die Feierabend nicht ganz versteht, was wahrer ist als das andere, was das bedeuten soll. Das sind irgendwie Distanzbegriffe. Etwas ist näher an der Wahrheit dran. Also in welchem Raum misst man denn die Nähe? Und deswegen würde er sagen, man kann das nicht mit der Wirklichkeit vergleichen, weil unsere Sicht eben, wie wir die Wirklichkeit beschreiben und was wir als Tatsachen überhaupt sehen und was wir nicht sehen, eben davon abhängt, welches Vokabular wir verwenden. Welches Netz wir ins Meer werfen. Genau. Was schlägt dann Feierabend eigentlich vor? Sollen wir wieder fischen gehen? Ich glaube, Feierabend ist jemand, der die Leute animieren will, die alten Netze vielleicht zu flicken und wieder damit zu fischen. Ja, und ein Teil der Sendung ist ja, dass wir auf den Marktplatz gehen, ja, und sozusagen Sokrates nachhelfen, um zu sehen, wie das überhaupt funktioniert und ob das überhaupt einen Sinn ergibt und mit den Leuten wieder in Kontakt treten. Ja, und
Wie ist das eigentlich? Kann man das mit Feierabend vergleichen? Also Sokrates und Feier? Also die Methode, wie Sokrates war? Eigentlich schon, wenn man bedenkt, dass Sokrates die Probleme, die man herangetragen werden, nie löst, sondern versucht immer immanent die Konsequenzen zu ziehen, die dann der Gegner als unmöglich empfindet und nicht akzeptieren kann. Genauso wie Feierabend eigentlich auch so. Kritisiert immer immanent und nimmt auch immer nur zeitweise die jeweilige Gegenposition ein, die er gerade kritisiert. Und deswegen ist es so schwer, auch eine Position von Feierabend überhaupt aussichtig zu machen. Genau, denn erstens ist es unmöglich, zurückzuschließen nach Feierabends wirkliche Position. Ja. Zweitens ist es auch uninteressant, was Feierabend persönlich jetzt denkt, weil es ist ja nur eine Privatmeinung von ihm. Er will ja philosophisch zeigen, wo die Probleme liegen, wo die Voraussetzungen sind und welche Konsequenzen daraus folgen. Ja. Und drittens hat er sich wahrscheinlich nicht mal Gedanken gemacht, was seine Position ist, sondern geht immer immanent vor. Also es geht manchmal auch auf in dieser immanenten Kritik, glaube ich. Ja, dann gut, dann werden wir jetzt einfach auf den Markt gehen und schauen, ob das alles einen Sinn ergibt. Probieren. Okay, gut, alles klar. Jetzt gehe ich aber aufs Klo. Also Feierabend schreibt in einer seiner späten Schriften, ich meine, er ist auch viel kritisiert worden von Experten von Feierabend, dass er will, dass Bürgerkomitees die Wissenschaft kontrollieren, also Laien die Wissenschaft kontrollieren. Weil er sagt, die stehen draußen, man muss sozusagen ausbrechen aus diesem wissenschaftlichen Kreis, um man überhaupt beurteilen zu können. Und was sagst du eigentlich dazu? Ja, Feierabend ist ja nicht so sehr an der Wahrheit interessiert. Ja, okay. Ihm geht es eher, wie er es nennt, die Politik der Wahrheit. Das heißt, was wird mit Wahrheit gemacht? Wie wird es instrumentalisiert? Und das ist natürlich ein Problem, weil für ihn, weil er eben in diesem Punkt eine relativistische Einstellung hat, ist für ihn die eine Wissensform natürlich auch wie die andere. Und die wissenschaftliche Wissensform ist gleich zu allen anderen. Deswegen kann man sich auch demokratisieren. Und deswegen ist seine Idee so, dass man da auch eben die Bürgerinitiativen befragt. Ich finde, das ist der schwächste Punkt bei Feierabend. Ja. Weil es einfach... weil er einen sehr, sehr naiven Gesellschaftsbegriff hat. Also als würde der Laie jetzt wirklich außerhalb des Weltbildes stehen, ich weiß nicht. Ich glaube, der Laie steht voll drin. Also ich finde, das ist das Schwächste eigentlich an Feierabend. Er sagt ja an einer Stelle, dass ein reifer Bürger jemand ist, der aktiv teilnimmt an den gesellschaftlichen Geschehen. Und nicht jemand, der sozusagen in seinem Sinne jetzt von der Wissenschaft geführt wird. Wer sagt an einer Stelle, wir können uns zwar aussuchen, ob wir Religionsunterricht haben oder nicht für unsere Kinder, wir können uns aber nicht aussuchen, ob der Physik, ob der Chemie, ob der Mathematikunterricht oder der Geschichtsunterricht gelehrt wird, den wir sehen oder nicht sehen. Ja. Also das kann man sich aussuchen, das andere nicht. Ich würde nur bezweifeln, dass du hier Bürger findest, die tatsächlich teilnehmen an der Wissenschaft. Okay, er schreibt an einer Stelle, das Urteil der Fachleute wird natürlich beachtet werden, aber die Fachleute haben nicht das letzte Wort, schreibt er. Also nicht das letzte Wort, sondern eben das letzte Wort ist die Entscheidung demokratisch eingerichteter Komitees und in diesen haben die Laien die Oberhand. Ja, ich weiß nicht. Sollen wir mal schauen, ob die Laien die Oberhand haben? Ich würde einfach mal fragen, die Leute, was sie davon halten, von dieser Idee, dass sie selbst die Wissenschaft kontrollieren. Probier's. Okay. Also, eine Frage, und zwar... es gibt ja einen Philosophen, einen österreichischen Philosoph, der heißt Paul Feierabend. Und der vertritt die These, oder hat einen Gedanken entwickelt, wo er sagt, dass die Wissenschaft durch die Laien, durch Laien kontrolliert oder durch Bürgerinitiativen kontrolliert werden soll, damit sie nicht sozusagen ausufernd Geld ausgeben und so weiter. Also dass die Leute sozusagen auch eine Kontrollinstanz bilden. Was sagst du dazu? Nee, ich denke halt, dass die Wissenschaft selber entscheiden soll, weil sie selbst am besten wissen, was ihr Geld ausgeben und so. Okay. Klar ist es schwierig, weil sie dann vielleicht selbst objektiv in dem Thema sein können, aber ich glaube, als Laie hat man da einfach nicht so viel Ahnung, wie viel Geld für sowas gemacht wird. Okay. Also würdest du für so eine Bürgerinitiative nicht zu haben sein? Wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und sagen würde, okay, wir machen jetzt eine Bürgerinitiative, um zum Beispiel dieses, so ein Milliardenprojekt der Wissenschaft, wo man nicht weiß, wo das hinläuft, zu kontrollieren und zu sagen, okay, jetzt für welchen ja, okay, Geld? Dafür schon, aber ja? Ich meine, wenn man weiß, wo es hinläuft. Wenn man weiß, wo es hinläuft, dann... Ja.
Aber grundsätzlich, wie hältst du die Idee grundsätzlich schwierig umzusetzen? Ja, klar. Wie will man als normaler Bürger wissen, wie viel Geld man für sowas braucht? Ja. Okay. Ja, okay, du vertraust den Laien nicht so. Nein. Ja, mehr den Wissenschaftlern. Ja. Okay. Ja, vielen Dank und danke für deine Antwort. Was halten Sie davon, dieser Idee, dass Laien die Wissenschaften tun? Ich denke, das hängt davon ab, um welchen Bereich der Wissenschaft es geht. Ich bin etwas älter, wie man auch sieht, und bei uns war damals zum Beispiel die Frage mit der Atomenergie. Und da gab es Leute, die haben gesagt, wir brauchen Atomkraftwerke und das ist total sicher und da passiert nichts. Und dann kamen eben die Unglücke. Die Atomunfälle und dann sind nicht nur die Wissenschaftler, sondern auch die Laien sind dann nachdenklich geworden. Und so, glaube ich, war damals schon diese Anti-AKW-Bewegung eine, die gesagt hat, wir Bürger haben das Recht, unsere Meinung zu vertreten und wir Bürger haben auch das Recht, jetzt angeblich wissenschaftliche Aussagen zu hinterfragen. Wir dürfen alles nicht so hinnehmen, wie es die Wissenschaftler sagen. Und ein Beispiel noch, ja, dieser Teilchenbeschleuniger in der Schweiz. Ja. Da werden Milliarden über Milliarden ausgegeben und Feierabend sagt, dass viele solche wissenschaftlichen Projekte eigentlich ins Leere laufen. Könnte man nicht das Geld oder könnten nicht die Bürger sagen, was macht ihr da eigentlich? Es ist so undurchsichtig, was ihr da macht. Wir sehen überhaupt nicht, wo das hinführen soll. Was soll uns dieser Teilchenbeschleuniger bringen? Ist es da nicht sinnvoll, dann zu sagen, ja gut, dann müssen sozusagen Bürger auftreten und sagen, wir brauchen eher was für unsere Kinder, für die Ausbildung, für die Straßen, dass das viel mehr nützen würde. Als, ja. Jetzt bringe ich ein blödes Beispiel, wie viele meiner Beispiele. Ich bringe das Beispiel von der Teflonpfanne. Wissen Sie nicht mehr, kennen Sie nicht mehr. Man hat damals die Weltraumforschung, die eben Milliarden, die das gekostet hat, unter anderem damit versucht zu legitimieren, dass man gesagt hat, es hat einen praktischen Nutzen für die Hausfrau, die kriegt jetzt eine neue Pfanne und kann damit besser ihren Haushalt gestalten. Das hat man versucht, als Argument für die enormen Kosten der Weltraumforschung auch, sagen wir mal, den Leuten beizubringen. Ob jetzt der Teilchenbeschleuniger was bringt oder nicht, wissen die Wissenschaftler ja bei Experimenten vorher selber ja auch nicht. Und wir auch nicht. Und wir natürlich auch nicht. Ja. Ja, okay. Dafür wissen wir, dass die Suppe gut schmeckt. Okay, dann und dass das Markttreiben hier originell ist und vielleicht auch für Philosophen interessant sein könnte. Ja, ich hoffe es. Also vielen Dank. Bitte, bitte. Guten Appetit. Noch, danke sehr. Dankeschön. Ja, die bilden ja sozusagen immer so einen Fachkreis und er sagt sozusagen, dass man diesen Kreis durchbrechen muss, dass Menschen, normale Menschen die Wissenschaft kontrollieren sollen. Ja, es ist, also ich finde, es ist ja auch, also ich finde, dass es total wichtig ist, also die Wissenschaft zu kontrollieren, nur so kann auch neue Wissenschaft entstehen. Und dass man halt, sorry. Weil es trägt ja auch was zu der Entwicklung dazu bei und... Mhm. Also das ist auch seine These, dass nur sozusagen durch eine Kontrastentwicklung entstehen kann. Ja, ich finde, die Wissenschaft ist ja, klingt für mich so ein bisschen fertig gedacht. So. Yeah. Aber ist halt nicht cool, weil ich finde so, die Wissenschaft ist sowas, was jetzt nicht richtig ist, also nicht falsch ist, aber auch nicht richtig ist, dass halt so, ich weiß nicht, so einfach nicht falsche Thesen so entstehen, aber es, also was richtig, also es gibt halt nichts Richtiges so. Also, es sind halt nur so nicht falsche Belege, so, weiß ich nicht. Also, dass sie sozusagen nicht fertig ist, dass ja, man immer eben, wieder das, neu... Ja, dass es nicht, also dass es nie fertig sein wird, also dass man das immer hinterfragen muss, dass es halt nur nicht falsch ist. Dass es, halt nicht, dass es halt auch nicht richtig ist, aber es ist auch nicht falsch. So. Ich weiß nicht, so halt zu denken. Und dann wärst du sozusagen dafür, dass man... Dass ja, man, dass man das hinterfragt. Dass man das hinterfragt. Und hinterfragen darf überhaupt mal. Ja, schon. Ja, okay. Also bist du eher kritisch eingestellt gegen diese Idee, dass Laien die Wissenschaft kontrollieren? Auf jeden Fall. Es ist immer gut, dass man immer kritisch analysiert, egal worum es geht, aber es ist sehr wichtig, dass man immer kritisch analysiert kann und ja, ihre Meinung dazu äußern. Das sagt ja auch der Feierabend. Man soll ein reifer, demokratischer Bürger, der ist jemand, der aktiv teilnimmt und sich nicht... Aber genau. Dieser aktive Teilnehmer geht nicht so weit, dass wir diese Leute dann, diese Spezialisten auch kontrollieren sollen oder unbedingt müssen. Kontrolle ist nicht gut. Ich glaub, in der Wissenschaft meinst du? In der Wissenschaft, doch. Also ja, Wissenschaft darf, muss auch frei sein. Es ist wichtig, dass man auch frei forschen kann und frei als Wissenschaftler arbeiten kann. Natürlich, es gibt natürlich viele Interessen dahinter, aber Freiheit ist sehr wichtig, auch in der Wissenschaft, in der Forschung.
Aber wenn diese Freiheit so weit geht, dass man Milliardenprojekte gründet, ohne dass die normalen Bürger wissen, was das bringt? Nee, die müssen schon wissen. Also wenn das mit dem Steuergeld von den Bürgern ist, dann ist eine Frage der Partizipation, der Transparenz und so weiter. Und jetzt nochmal auf dieses Teilchenbeschleuniger-Experiment zu kommen. Wenn die Bürger jetzt sagen würden, wir verstehen nicht, was ihr da macht, was das bringen soll, können die dann sagen, wir erlauben das nicht, dass ihr dieses Experiment durchführt? Nein, die Gesellschaft muss schon darüber informiert werden und muss natürlich vertraut mit dem Thema sein und genauer wissen, worum es geht. Okay. Aber sonst ist das grundsätzlich okay? Ja, schon, würde ich sagen. Okay. Also das ist meiner Meinung nach. Ich bin, wie gesagt, nicht so gut mit dem Thema vertraut, aber ich würde so darstellen. Ja. Dann vielen Dank für deine Meinung. Schönen Tag. Schönen Tag jedenfalls. Okay. Ciao. Also es ist gar nicht so einfach, Paul. Also dass die einen sagen das, die anderen sagen das. Also, es kommen eigentlich die gleichen Argumente vor, die Feierabend selbst erwähnt in seinen Büchern. Nee, gegen sein eigenes Denken. Ja, ne? Aber weißt du, das mit dem Marx hätte Feierabend nicht gefallen. Das ist zu pathetisch, zu philosophisch aufgeladen. Ja, aber hast du eine andere Idee? Ja, du glaubst, das hier hätte ihm gefallen, oder wie? Ganz sicher sogar. Hat er mir geschrieben, ich vertrete hier, wo man die Universität in eine neue Kirche verwandeln will, die ganz andere Auffassung, dass die Universität ein intellektueller Supermarkt ist, wo der reife Student herumwandelt und aufgreift, was ihm gefällt. Ja, Paul, wo würdest du jetzt die Gefahren des Denkens und Feierabend sehen? Also in der Beschäftigung mit dem Denken. Ja, die Hauptgefahr ist sicherlich, dass man die Sprüche einfach übernimmt, von denen es ja sehr viele sehr gute gibt. Ja. Und dass es einfach zu leeren Phrasen verkommt alles. Mhm. Und dass sich die ganze Wissenschaftskritik eben nur auf der Oberfläche abspielt. Aber das ist ja genau das, was Feierabend, wenn man ihn genauer liest, vermeidet. Ja. Also das ist sozusagen dieser oberflächliche Blick. Aber Feierabend versucht durch diese Methode, in der er sich in die Argumentation des Gegners hineinversetzt, ihn von innen zur Explosion zu bringen. Und das muss man, glaube ich, erst mal begreifen, oder? Ja klar, aber es lässt sich ja trotzdem sehr gut instrumentalisieren, die ganzen Seitenhiebe gegen die Wissenschaft. Ja. Also würdest du sagen, dass diese Aggressivität und diese Art und Weise, wie Feierabend seine Wissenschaftstheorie darstellt oder die Wissenschaftstheorien darstellt, sehr leicht einen einfangen kann. Ja. Und dass man dann sozusagen daran gehindert wird, wirklich selbst zu denken. Ja, auf jeden Fall. Wo würdest du dann die positiven Sachen bei Feierabend sehen? Sehr positiv ist sicherlich, dass es einen guten Einstieg bietet. Ja. Er sehr unterhaltsam schreibt, er bezieht sich auf sehr viele unterschiedliche Quellen, die scheinbar nichts mit der Wissenschaftstheorie zu tun haben. Also zum Beispiel aus der Literaturwissenschaft, aus Kunstgeschichte, ethnologische Studien. Also er bezieht sehr, sehr viel ein und man hat ein anregendes und reiches Bild der Wissenschaft eigentlich dadurch. Er sagt ja an einer Stelle, dass die meisten naturwissenschaftlichen Kollegen von ihm oder wissenschaftstheoretischen Kollegen von ihm historische Analphabeten sind. Also das heißt, er hat einen großen Fundus von Geschichten, die er immer wieder erwähnt und einbaut und so irgendwie auch seine Thesen oder Antithesen verdeutlicht, oder? Ja, klar, er war ein exzessiver Leser und das war auch zur damaligen Zeit sehr ungewöhnlich oder noch nicht so weit verbreitet, mit der Geschichte zu arbeiten. Das hat er und Kuhn vor allem losgetreten. Mhm. Man hat einfach gedacht, die Wissenschaft funktioniert mehr oder weniger logisch. Und er hat gezeigt, dass man vielleicht auch die Geschichte einbeziehen muss. Ja, Paul, was würdest du eigentlich Menschen, die sich noch näher mit Feierabend beschäftigen wollen, sagen? Also was würdest du ihnen empfehlen zu lesen, jetzt also abgesehen jetzt davon, dass man natürlich gleich Feierabend selber lesen kann? Also ich hoffe, wir haben uns jetzt irgendwie auch schmackhaft gemacht, seine Lektüre, aber was würdest du sonst empfehlen? Also für Leute, die Feierabend schon ein bisschen kennen vielleicht, als den Skandalfeierabend. Ja. Zur Ausnichterung dieses skandalösen Feierabend würde ich ein Buch empfehlen, ein Sammelband mit dem Titel Paul Feierabend, ein Philosoph aus Wien, also ein etwas biederer Titel. Und da wird ein anderes Bild von Feierabend gezeichnet. Wird auch auf das eingegangen, was wir besprochen haben, die immanente Kritik als Methode, wenn man von Methode sprechen kann bei Feierabend. Auch die Frage zum Beispiel wird da behandelt, ob Feierabend wirklich ein Ex-Popperianer war. Mhm. Also ein guter Sammelband von der Feierabendtagung 2004, glaube ich.
Ja, und ich würde einfach empfehlen, wie ich einfach schon erwähnt habe, Feierabend selbst zu lesen, und das Einstiegswerk würde ich einfach sagen, die Erkenntnis für freie Menschen. Also ich glaube, es ist ein Werk, wo er eigentlich seine Thesen so versucht auch praktikabel zu machen und sie praktikabel zu deuten. Deshalb alles noch gebündelt. Ja, genau, genau. Und ja, also Paul, also ich würde sagen, also vielen Dank, dass du heute mein Gast warst, und wir sehen uns, und ich hoffe, unser Dialog geht auch weiter, und wir können wieder über Feierabend weiterdenken. Okay, passt. Danke, Paul. Ja, liebe Menschen, Paul Feierabend hat an einer Stelle gesagt, dass er Menschen keinen Ratschlag geben will, die er nicht kennt. Ich sehe das als Aufforderung, die Philosophie zu kommunizieren, mit ihr in einen Dialog zu treten, vielleicht auf dem Marktplatz, wie der Sokrates gemacht hat zu seiner Zeit, und über philosophische Themen mit Menschen in einen Dialog zu treten. Diese Sendung ist ein erster Schritt in diese Richtung. Es werden weitere Schritte folgen. Feierabend war ein Denker, der das Gespräch suchte, der Dynamik suchte. Er war ein Denker, der das laute Gespräch suchte, manchmal auch das zu laute Gespräch. Was er mied, war die Erstarrung und die Verstummung, weil es letzten Endes gegen das Leben gerichtet war. Das letzte Zitat der Sendung weist in diese Richtung, ob es jetzt als Spaß oder als Ernst verstanden wird. Feierabend würde sagen, ihr als reife Menschen habt das letzte Wort. Liebe Menschen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Alle Informationen zur Sendung finden sich unter philosophisches-experiment.com. Ich danke fürs Zusehen, und ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal. Inzwischen lese ich mit Genuss allerlei historische Klatschgeschichten. Zum Beispiel, dass ein siegreicher römischer Feldherr als Teil der Siegeszeremonie von einem Sklaven geohrfeigt wurde, um seine Bescheidenheit nicht zu sehr zu verlieren. Das wäre ein nützlicher Zusatz bei der Verleihung von Nobelpreisen. Und ich wäre gerne bereit, selbst die Watschen auszuteilen.